und herzlich willkommen zu einem Weekly Vlog. Ja, es ist jetzt schon Freitagabend und zwar ist heute der 5. Mai und es ist 19.30 Uhr. Die Woche über habe ich irgendwie nicht so die Muße gehabt zu filmen, zumal ja der letzte Vlog, der jetzt für euch schon draußen ist, irgendwie viel zu spät war. Wann habe ich den hochgeladen? Mittwochabend? Donnerstag? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist er jetzt noch nicht so lange live. Das hat lange gedauert. Mental ging es mir irgendwie auch nicht so besonders. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie aktuell so eine Phase. Und ja, auch heute war eher so, trotz allem wollte ich jetzt ganz gerne nochmal einen Vlog anfangen. Weil es mir ja auch Spaß macht. Genau. Es soll wieder ums Work in Progresses abbauen gehen, aber zusätzlich auch eins, vielleicht dann zwei neue Dinge anfangen, wahrscheinlich dann aber nicht dieses Wochenende. Wir werden sehen. In den kleinen Clips, bevor jetzt dieses tatsächliche Intro hier kommt, habt ihr gesehen, wie ich meine letzten fertiggestellten Objekte wasche. Die sind jetzt gerade auf dem Balkon so ein bisschen vortrocknen, weil die immer dann furchtbar nass sind, also richtig, richtig triefend nass. Auch wenn ich sie so ein bisschen ausdrücke und sorry, jetzt ist es ein bisschen laut im Hintergrund. Amma ist gerade am Saubermachen des Katzenbrunnens und irgendwie, wenn er dann Musik oder so hört, macht er das dann immer sehr laut. Wir versuchen es zu ignorieren. Genau, also es wird dann auf jeden Fall noch richtig geblockt auf einer Matte. Einfach, dass das dann alles schön Form annimmt. Bei den Socken bin ich mir allerdings noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen soll. Wie dem auch sei, ich habe dann außerdem auch noch ein bisschen geswatcht. Und zwar ist das dieses Isaiah Garn Alpaka 2. Also es heißt ja, oder wird ja geschrieben, Isager Garn. Hier ist die Banderole. Aber ich habe jetzt schon öfter Leute das Isaiah aussprechen hören. Also es ist ja aus Dänemark, soweit ich weiß. Und vielleicht spricht man es dann anders aus. Wie dem auch sei, das ist ja hier dieses Garn in diesem ja, sehr schönen Flieder. Nee, Pflaumenton ist es eher. Das habe ich jetzt zusammen mit dem Alpaka Place von Hobby in der Farbe 43 gepaart und das sieht dann jetzt so aus. Ein bisschen heller, könnte jetzt auch eine coole Jacke für mich hier mit diesem T-Shirt, übrigens Sailor Moon, yay, werden. Ja, das finde ich am schönsten. Ich hatte ja zuerst überlegt, da vielleicht noch irgendwie was Schwarzes oder eine andere Farbe zu nutzen als Beilaufgaben. Das habe ich dann auch noch probiert, hier mit dem Schwarz. Aber Amma und ich zusammen haben jetzt entschieden, es wird das hier. Die Maschenprobe habe ich übrigens erreicht. Also das ist super. Und ja, ich dachte zuerst, vielleicht fragen wir sie. Da wollte ich dann noch ein bisschen mehr swatchen. Aber ich habe dann auch noch was mit Beige zusammen angefangen. Das hat dann auch nicht so cool ausgesehen. Und deswegen wird's das hier. Genau, ich habe dann noch diese Garne gewickelt. Also dieses Wickeln ist für mich dann auch so ein bisschen, ich komme runter und entspanne mich. So ein bisschen Therapie schon fast. Das hier ist ein Leinengarn in wirklich einem wunderschönen Blauton. Da dachte ich, mache ich so eine Art Crop-Top draus, denn ich habe nur diese zwei hier. Ich habe nur 100 Gramm. Von Jessie May gibt es da, glaube ich, einen Top. Das sitzt, soweit ich weiß, immer noch gratis auf Ravelry verfügbar ist. Könnte mich aber auch täuschen. Ja, also das ist dann jetzt dann für bald, wenn ich wieder darf oder wenn ich einfach Bock drauf habe, wieder was Neues anzustricken. Dann mache ich
fange ich damit auch an. Offiziell habe ich aber mit diesem Cardigan auch noch nicht angefangen, aber das wird auf jeden Fall das erste Richtige sein, dass ich anschlage, weil das ja dann auch doch irgendwo ein bisschen... Also ich habe eigentlich kein zeitiges Ziel dafür. Ich muss das jetzt nicht bis zu einem bestimmten Datum fertig stricken, aber ich möchte es natürlich relativ zeitnah dann doch an unseren Italienurlaub, der jetzt ja auch schon fast einen Monat her ist, würde ich es doch gerne anfangen zumindest. Ja, und das dritte Garn ist das hier. Das habe ich euch auch schon mal in einem Hank. Wie heißt das? Bevor es gewickelt wird. Wie heißt denn das auf Deutsch? Strang. Habe ich auch schon mal in einem Strang gezeigt. Das ist dieses wirklich schöne Grün. Und das soll auch ein Sommertop werden. Das ist Seidengarn. Ja. Das sind die Sachen, die ich gewickelt habe. Und zu meinen Work in Progresses habe ich seit des Videos, das ihr dann jetzt ja gesehen habt, das jetzt schon ein Tag online ist, ich weiß es nicht genau, ein Update zu dem hier. Das ist der Buffalo Cardigan von We Are Knitters und beim letzten Update habe ich euch ein Rückenteil und eins der Vorderteile zeigen können mit hier dieser immer ganz komisch aussehenden Tasche, weil sie halt nicht vernäht ist. Und jetzt habe ich das zweite Vorderteil fertig und einen Ärmel. Ja, es fehlt dann im Endeffekt jetzt nur noch der zweite Ärmel, den ich auch schon angeschlagen habe. Also wir machen großen Fortschritt. Das ist super. Auch beim Monday Sweater habe ich ein bisschen Fortschritt gemacht. Ich habe da jetzt vielleicht noch 10 cm, ein bisschen mehr. Je nachdem, ich muss es dann einfach vielleicht auch mal an mich dran halten, beziehungsweise auch mal in die Anleitung von Petite Knit schauen, was sie da an Länge vorgibt, bis man das Rippenbündchen macht. Das habe ich noch am Körper zu stricken. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Also ich glaube, es sieht nicht so viel mehr aus wie seit dem letzten Mal. Aber ich habe hier auf jeden Fall dran weiter gestrickt. Das ist es. Und hier ist immer noch mein Maschenmarkierer. Also ich habe den jetzt nicht nach weiter unten verschoben, seit ich euch das gezeigt habe. Das ist immer noch der Stand zu dem Work in Progress Video, das ich euch abgedreht habe. Ja, also hier 10 cm und ungefähr so viel will ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Aber wenn ich das jetzt hier so dran halte, wir sind am Bauchnabel angekommen. Ja. Also noch ein bisschen, wie gesagt. Ich möchte ja auch nicht, dass es zu kurz ist. Jedes Mal, wenn ich es in der Hand habe und so, ich finde es dann auch wieder, ich finde ihn wunderschön. In diesem roten Ton und mit diesen dickeren Raglans. Also den Monday Pullover kann ich nur empfehlen. Das dauert halt ein bisschen länger, wenn man den jetzt nicht als monogames Projekt hat, wie ich. Weil es halt auf 4 mm Nadeln gestrickt wird und recht dünn ist. Ich benutze das Garn von Hobby Unicorn Solid. Das ist eine Mischung aus Merino-Wolle und ein bisschen ein Anteil an Acrylgarn. Oder ist es einfach nur Superwash Merino? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann benutze ich einen Strang. Entweder auch Alpaca Blaze oder Diablo. Also Hobby hat da so ein paar Silk Mohair Alternativen. Entweder mit Alpaka oder mit Acryl und ein bisschen Wolle ist, glaube ich, dann in dem anderen. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, aber diese zwei Projekte, da möchte ich jetzt auf jeden Fall mich am Wochenende noch dran weitermachen. Ich denke mal, den Cardigan bekomme ich hin. Also den hier, das ist die Marshmallow-Wolle von We Are Knitters, die Petite Wool. Ich denke, das bekomme ich hin, den fertigzustellen jetzt am Wochenende, sodass ich tatsächlich noch ein weiteres Projekt anfangen kann, denn für die, die jetzt das nicht im letzten Video mitbekommen haben, ich möchte ja pro zwei beendete Projekte dann erst mir wieder ein neues Projekt quasi erlauben dürfen anzuschlagen. Aber das mache ich auch wirklich nur so lange, wie ich Freude an der ganzen Sache habe. Aktuell finde ich es wunderbar, die Work in Progresses weiterzumachen und dann eben auch was fertigzustellen. Das ist ein Serotonin-Boost, Dinge zu beenden und zu wissen, wow, ich habe das gemacht. Aber ich habe das eben häufig auch, dass mich dann irgendwann Dinge langweilen, beziehungsweise, dass ich einfach unbedingt was Neues anschlagen möchte, was Neues anfangen möchte. Und dann irgendwann, glaube ich, bringt mich das zu sehr zur Verzweiflung, wenn ich mich davon ständig abhalten muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für manche Sinn macht, aber so funktioniert mein Gehirn einfach. Demnach weiß ich, wenn ich das jetzt zu lange hinauszögern würde, dann hätte ich an der ganzen Geschichte gar keinen Spaß mehr und würde wahrscheinlich gar nicht mehr handarbeiten. Und das ist natürlich dann auch überhaupt nicht Sinn der Sache. Deswegen, ich mache das so lange mit, wie ich weiß, dass es mir Spaß macht, dass es mir gefällt. Und ja, deswegen halt zum einen auch diese Regelung, dass ich dann quasi was Neues anfangen kann, nachdem ich zwei Dinge beendet habe, sodass die Work in Progress ist doch auch weniger werden. Schauen wir mal, wie das alles läuft, ne? Genau, das ist das Teil. Ich habe jetzt halt echt, ich habe unfassbar viel Lust, Tops anzufangen. Ich würde auch ganz gerne wieder was häkeln, weil Anfang Juni, was ja jetzt dann auch nicht mehr so lange hin ist, sind wir dann auf einem Festival und ich fände es sehr, sehr cool, irgendwie so ein Scrap-Yarn, also Restegarn-Top anzuziehen oder ja, schon eher was total Abgefahreneres. Das fände ich ganz cool. Aber auf der anderen Seite ist das dann ja schon was, wo ich viel Zeit investieren würde für etwas, das ich dann eigentlich nur einmal anziehe. Gut, wer weiß. Vielleicht mache ich es dann nicht zu crazy, sodass ich es doch noch anziehen kann. Aber das schwebt mir gerade im Kopf rum. Allgemein ein T-Shirt, und zwar das Poppy Tee von Petite Knit. Ich habe nämlich so eine richtig coole, extrem krass pinke Krone hier. Aber das ist halt Wolle. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein T-Shirt doch auch in der Wolle stricken möchte. Und allgemein ein Restegarn-Projekt. Ja, und halt die Sachen, die ich jetzt erwähnt habe. Also entweder irgendwas hier mit dem Seidengarn, weil ich das einfach auch dann doch sehr in Ehren halten würde, dass ich mal was in Seide besitze. Das ist übrigens mit quasi den Resten von Seidengarn hergestellt. Also deswegen hat es diese Huppel hier drin. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es irgendwie bessere Seide ist, weil ich glaube auch hier, dass auf diese krasse Art und Weise hergestellt wurde, weshalb es eigentlich echt nicht gut ist, dass ich das gekauft habe. Es ist eigentlich von einem Garnhersteller, der behauptet, hier irgendwie Öko und was weiß ich was zu sein, aber ich habe da keine Infos zu gefunden, ob das jetzt eine Seidenherstellung war, die die Raupen tötet oder nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, das fand ich ein bisschen schade, deswegen gehe ich jetzt halt einfach mal vom Schlimmsten aus. Und das alles kam mir halt dann auch erst in den Sinn, nachdem ich das Garn gekauft habe. Ja, und
Deswegen halte ich es in Ehren. Ich werde daraus was Schönes machen, das ich dann auch lange besitze und lange anziehen werde. Das ist so mein Ziel. Denn dann, ja, sind die armen Tiere wenigstens nicht umsonst gestorben. Das macht mich jetzt wieder sehr traurig. Wie gesagt, heute ist eigentlich kein so guter Tag und ich sollte deswegen vielleicht nicht über sowas sprechen. Naja, okay. Ich mache es mir jetzt noch weiter gemütlich mit meinen Work in Progresses, melde mich dann morgen, denke ich, wieder bei euch, wie der Stand der Dinge ist, wie weit ich gekommen bin. Und ja, hoffe, dass es ein relaxtes, angenehmes Wochenende ist und ich ein bisschen was fertig bekommen werde. Am Sonntag bin ich mit Amar, meinem Freund, bei meinem Opa, denn der hat Geburtstag. Aber vielleicht kriege ich da auch ein bisschen Stricken unter, denn meine Oma strickt ja auch sehr, sehr gerne. Und vielleicht ja, ist es dann trotzdem okay, dass ich mich irgendwo ins Eck sitze nach einer Weile und ein bisschen stricke. Wenn nicht, vielleicht auf der Autofahrt. Ja. Die perfekte Ausrede gefunden, um ein Scrapyarn-Projekt anzufangen und ein neues Projekt. Hier, das ist das, was ich bisher habe. Es wird ein Körbchen, ein Korb, wenn man das jetzt nicht erkannt hat. Das ist der Boden. Und den wollte ich jetzt erstmal ja, in diesem Grau braun. Also in echt sieht es ein bisschen gräulicher noch aus. In der Kamera ist es tatsächlich nur braun. Aber damit wollte ich jetzt mal anfangen. Das ist zweimal hier dieses Schachenmeier Big Bravo, das ich immer mal wieder ganz gerne benutze. Und es ist jetzt doppelfädig. Und ich möchte jetzt ganz viele, vielleicht nicht das Pink, ja, hier so Restegarne bisschen einhäkeln noch, weil wir jetzt heute auch im Supermarkt waren und also auch im polnischen Supermarkt und wir haben verschiedene Biere, ach, mein Haar ist schon wieder so schrecklich, Biere gekauft für meinen Opa. Der hat nämlich morgen Geburtstag und zuerst wollte ich einfach nur eine Schachtel oder irgendwas nehmen und die dann da reinmachen, aber ich dachte dann, ich könnte doch was häkeln, wo die dann so irgendwie reinpassen. Und jetzt mache ich das. Ja. Warum nicht? Es macht Spaß bisher. Es ist ein bisschen schwierig, weil die Nadel natürlich ein bisschen kleiner ist, damit das dann auch so fest wird. Den Anfang habe ich tatsächlich aus einer Anleitung übernommen vom Internet. Und jetzt werde ich aber selbstständig ein bisschen weitermachen, weil grob weiß ich die Vorgehensweise auch. Und jetzt auch die ersten Farben da reinbringen. Ich freue mich sehr.
Stunden später ist das Körbchen fertig und ich finde es wirklich cool. Ich glaube, so die Seite hier gefällt mir am besten, aber ja, ich habe einige Enden noch zu vernähen und hier sieht es auch aus, also ja, ich habe einiges meiner Restgarnen versucht aufzubrauchen. Übrigens habe ich dann jetzt neue Reste. Das ist noch übrig geblieben von diesem Braun. Ja, es sieht wirklich aus. Also da habe ich dann auch was aufzuräumen. Aber ich habe eine riesengroße Kiste, wo meine Restegarn reinkommen. Deswegen ist es relativ schnell dann auch gemacht. Und der kleine Simon schläft und schnarcht gemütlich. Aber ich bin happy. Wo habe ich denn jetzt meine Nähnadel hin? Ah, hier. Ich bin happy, dass ich das jetzt fertig bekommen habe. Dass ich das Geschenk meines Großvaters oder für meinen Großvater schön verpacken kann mit was Selbstgemachtem noch zusätzlich. Fühlt sich halt irgendwie schön an, wenn man noch was Kleines zusätzlich selbst machen kann. Und da ich ja immer so eine auf den letzten Drücker muss alles dann noch schnell gemacht werden Person bin, ja, es ist jetzt so ein großes Projekt, also so dickes Garn ist dann dafür gut geeignet. Die Nadel ist jetzt allerdings doch ein bisschen dünn. Okay, ich suche mal eine dickere. Ach, diese Haare. Oh, warum? Unordnung ist beseitigt und Enden sind vernäht. So sieht das gute Stück jetzt aus. Ich bekomme das Bier da drin unter. Ich habe es schon ausprobiert. Also alles super. Ein neues Projekt angefangen, aber auch direkt schon wieder beendet. Natürlich habe ich im Großen und Ganzen jetzt noch nicht so viel mehr anderes gestrickt. Ich habe ein bisschen was weitergemacht, sowohl an meinem Monday-Sweater als auch an diesem Buffalo-Cardigan, den ich ja gerne fertigstellen möchte dieses Wochenende. Und den Kopenhagen-Cardigan hier mit diesem Garn habe ich jetzt auch noch nicht angefangen. Aber das ist okay. Das hatte jetzt einfach in meinem Kopf dann auch Vorrang. Ich habe es mir cool vorgestellt, das dann zu überreichen hier so. Und ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Fast ein bisschen schade, dass ich ihn dann hergebe. Ich werde da auf jeden Fall noch Fotos machen und dann vielleicht in der Zukunft irgendwann auch mal noch sowas häkeln. Ich finde am coolsten die Stellen, wo hier so mehrfarbiges Garn benutzt wird. Also es sind einfach verschiedenfarbige Garnstränge, die ich zusammenhalte, aber halt im gleichen Farbton, also ein bläulicher Farbton. Oder dann eben hier das Grün und ja, das finde ich am coolsten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das dann cool wirkt, wenn man es wirklich komplett bunt macht. Wirklich nur mit Restegarn. Ja, ist vielleicht für euch auch eine kleine Inspiration. Hat jetzt wirklich nicht lange gedauert, halt ein paar Stunden, wenn man sich da an einem freien Tag oder an einem Samstag dran setzt oder halt mehrere Abenden nach Feierabend dann dran macht, dann kriegt man das, denke ich, auch ganz gut hin. Und ja, ich überlege mir, ob ich sowas dann echt für mich selbst mache, öfter mal oder halt dann tatsächlich für weitere Geschenke. Ja. Wir waren heute, wie gesagt, dann auch noch einkaufen im Supermarkt, heute Morgen auch im Fitnessstudio, deswegen hatte ich dann auch meine Haare und so gewaschen. Und dann haben wir die Wohnung wieder sauber gemacht, aufgeräumt, geputzt und so. Ja,
Und ein kleines bisschen konnte ich schon stricken. Da mache ich mich jetzt noch weiter dran. Und mal schauen, ob ich den Buffalo-Cardigan noch fertig bekomme. Denn morgen sind wir schon ab 12 Uhr, 12.30 Uhr rum bei meinem Opa. Demnach... Ja, Simon, ich mache gleich die Tür auf. Demnach, bald. Am Abend dann auch relativ früh wieder zu Hause, aber trotzdem geht eigentlich der größte Tag dann für diesen Geburtstag drauf, was ja aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil es ist ja ein Geburtstag. Ja, ich werde es mir jetzt gemütlich machen auf der Couch und weiter stricken und euch dann erzählen, wie weit ich gekommen bin am nächsten Tage. Also morgen. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Tada! Es ist fertig. Der zweite Arm ist vollbracht. Damit habe ich jetzt alle 5 Teile dieses Cardigans fertig. Und das auch just in time, gerade rechtzeitig, denn es geht jetzt gleich in ein paar wenigen Minuten los zu meinen Großeltern. Weil mein Opa ja heute Geburtstag hat, das Geschenk... Moment, ich muss gerade mal kurz die Tür zumachen. Das Geschenk ist auch schon parat. Das ist ein bisschen flexibel, deswegen gar nicht so gut geeignet jetzt, wie ich es gedacht habe. Aber egal, es wird schon gut gehen und ist ja doch auch alles in allem ein bisschen besser, als da jetzt irgendwie noch eine Plastikfolie oder sowas drumherum zu machen. Das habe ich nämlich zuerst überlegt gehabt. Aber ich lasse es jetzt einfach in diesem Korb. Das passt schon. Ja. Also wenn ich wieder zurück bin heute Abend, werde ich mal versuchen, die Teile zusammenzunähen von dem Buffalo Cardigan und euch dann zeigen, was ich bis dahin fertig bekommen habe. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich habe das hier noch übrig und dann glaube ich noch 2 ganze Knäuel dieses Petit Wool Marshmallow Garns. Und klar, ich brauche jetzt einiges noch zum Zusammennähen und dann muss ich vorne auch noch diese umgeklappte Front stricken. Das ist das Einzige, was da noch fehlt. Aber ich glaube fast, das ist alles ein bisschen zu viel. Und ich habe eigentlich extra nochmal damals nachbestellt, um diesen Cardigan machen zu können, weil der mir so gut gefallen hat. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. So ist es dann halt. Vielleicht kann ich daraus noch irgendwas anderes machen oder es ist dann halt für ein Scrap-Garn-Projekt. So, auf die Autofahrt, da habe ich schon ein bisschen vorgepackt, nehme ich meinen Monday-Pullover mit. Da muss ich mir auch noch ein weiteres Mohair-Garn mitnehmen. Ich brauche es zwar wahrscheinlich nicht, aber wer weiß, sicher ist sicher. Das sieht jetzt so aus. Und so viel habe ich jetzt seit des Work in Progress Videos gestrickt. Also wir kommen ein bisschen voran. Ich muss jetzt, glaube ich, noch ca. 3-4 cm stricken, bis dann das Bündchen kommt. Ich habe die Anleitung und ein Maßband auch hier drin. Genau, da muss ich jetzt noch das weitere Mohair Garn, das ist ja eigentlich kein richtiges Mohair, einpacken. Und ich glaube, ich nehme hier noch mein Täschlein mit, wo noch so ein paar weitere Sachen drin sind. Ich glaube, da ist eine Schere drin zum Beispiel. Genau, das ist vielleicht ganz hilfreich. Ja, und dann in meiner richtigen Handtasche werde ich noch ein kleines Projekt einpacken, und zwar mein June Top. Das ist jetzt im Flur, deswegen zeige ich euch das nicht. Einfach, falls sich dann auf der Party, das ist ja eher ein Familienzusammenkommen, sich die Möglichkeit ergibt zu stricken,
was ich halt immer vorher noch nicht so ganz weiß, dann ist es dann doch besser, so ein kleineres Projekt dabei zu haben, das ich dann schnell mal ausgraben kann, als hier, so, ich stricke jetzt. Ich weiß nicht, so geht es mir zumindest dann. Ob ich da alleine dastehe oder nicht, weiß ich nicht. Ich will einfach dann irgendwie doch nicht auch unhöflich erscheinen. Ne? So sehe ich das. Ja, und jetzt packe ich mal mein restliches Zeugs, ziehe Schuhe an und so, und dann gehen wir auch los. Und wie gesagt, ich melde mich dann wieder, wenn ich ein bisschen was zu berichten habe, beziehungsweise wenn ich wieder da bin, wie weit ich dann noch so mit den Sachen gekommen bin. Es ist jetzt Montag schon. Wir sind gestern gegen 8:30 erst tatsächlich angekommen. Also doch ein bisschen später als gedacht, aber ist auch okay. War ein schöner Geburtstag. Wir hatten ganz viel Kuchen. Mega gut. Und auch ganz viel an Grillfleisch und leckeren Salaten und so. Ja, war wirklich toll. Ende des Monats hat dann meine Oma Geburtstag, also fängt das Gleiche wahrscheinlich wieder genauso von vorne an. Aber das ist auch gut. Da ist mir dann übrigens auch der Gedanke gekommen, dass ich ihr ja auch noch ein Geschenk machen möchte, weil sie auf jeden Fall was Selbstgemachtes bekommt. Und vielleicht sollte ich dann damit ein bisschen früher anfangen. Außerdem ist jetzt dann am Sonntag auch noch Muttertag und ja, krass, ne? Aber das ist dann was für nächsten Vlog. Ich wollte euch jetzt den aktuellen Stand des Cardigans zeigen, denn wir haben es zusammengenäht. Ich finde das Zusammennähen alles in allem okay, aber ich glaube, ich habe den Schwung noch nicht so raus, das so richtig gut zusammenzunähen. Also diese Seite ist ganz gut geworden. Da habe ich nämlich zusätzlich noch ein bisschen anders zusammengenäht. Aber dann hier oben an den Schultern ist es so, naja. Ja. Und hier, wenn man es auseinanderzieht, ist es dann halt so. Aber ich habe überhaupt keinen Bock darauf, da ewig nach einem Tutorial zu suchen. In der Anleitung war das jetzt leider auch nicht so schön verlinkt oder erklärt. Vor allem nicht, wie das hier funktionieren soll. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gemacht, wie ich es persönlich okay fand. Ja, und ich könnte mich ewig damit aufhalten, das zu bearbeiten oder mir anzuschauen und dann diese Sache zu perfektionieren. Aber ehrlich gesagt, ich finde es vollkommen in Ordnung so, dass man die Nähte auch sieht. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Deswegen passt es so für mich. Es geht relativ schnell und alles ist gut. Was jetzt halt noch fehlt, ist hier vorne die Blende. Aber alles in allem zeige ich euch jetzt, wie es aussieht. Ich probiere es mal so, weil sonst seht ihr, glaube ich, zu viel von meinem Saustall. Ja, aber so könnt ihr es sehen. Ich finde, es ist richtig gut geworden, oder? Fehlt halt hier noch, wie gesagt, die Blende. Dann erst ist es komplett fertig. Aber das ist es jetzt. Yay! Und der kleine Simon wollte rein. So, ja. Ich werde mich da jetzt heute Abend noch drum kümmern, den Tag diese Blende dran zu nähen, dran zu stricken. Die wird da, so werden die Maschen aufgenommen. Yay. Maschen aufnehmen. Aber ich denke, es wird okay werden. Und dann, so ähnlich wie man hier vorgeht, wird es dann auch gestrickt. Ich glaube, das wird dann richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr auf das Endergebnis. Der wird richtig schön warm und gemütlich. Und ich liebe die Farben. Ja, und dann habe ich auch noch ein weiteres Projekt fertig. Aber da jetzt ja schon Montag ist, werde ich diesen Weekend-Vlog erstmal beenden. Das richtige, fertige Objekt seht ihr dann im nächsten Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.